So sehen die auch in your face und so aus. Yep. Alter, meine Waffe ist wie eine Taschenlampe. Mein Maschinengewehr. Mein Sniper meine ich. Hallo. Höre? Dann. Lol, ich will hier durch. Schade, ich dachte, hier kommt irgendwie eine große Kiste. Ja, irgendwie habe ich gedacht, dass generell noch was hier kommt. Pistolenmuni, ist hier irgendwo Sniper? Granatenmod. Billige Pistole. Oh, Sniper-Munition geht doch. Nicht mal Iridium, voll uncool hier. Da ist eine fette Truhe. Ja, wenigstens die. Ich muss diese. Oh, cool, das ist ein Hebel. Wieder ein Sniper. Aber scheiße. Ja. Die SMG ist auch scheiße. Ja, ich nehme sie mit. Aber hier ist Sniper. Ey, ich hasse Truhen, wenn die so richtig schlecht sind, einfach nur. Ups, scheiße, SMG-Munition. Ich will mal den Hebel ziehen. Was hat der gebracht? Nichts. Ey, du Scheiß. Ducken. Gegenschlagen. Ach, so. Muss immer geduckt sein und dann gegenprügeln. Auf der anderen Seite ist noch. Aha. Was denn? Okay. Warte, das ist ein Rätsel. Und? Wenn ich mal benutze. Aha. Warte. Nein, nicht einfach so benutzen. Sollte nicht ein Rätsel immer so sein, dass man da denken kann für oder so? Lol, ja, kann man ja sagen. Auch. Ja, nenn mir doch mal was Logisches, was man hiermit machen könnte. Siehst du, ne, hier, mal das über... Das Ding hier lässt sich auch benutzen. Ja, guck mal über die Dahlkiste, die Lämpchen. Verändern sich, wenn du hier irgendwas drückst. Der Fernseher hier rechts ist auch eins von den Dingern. Guck, wenn ich den drücke, verändern sich die Lämpchen auch. Nee, eins, das erste. Wir brauchen noch... Eins noch. Hier, der ist für den vierten, glaube ich. Nee, das ändert sich anders. Das ist nicht an, aus. Das ist immer... Nach einem bestimmten... Reihenfolge gehen die Lämpchen an. Ja. Kommando-Mod und eine Assassin-Mod. Okay, Kommando. Und eine Gunsworker-Mod. Boah, die nehme ich da mal mit. Wir müssen bestimmt alle diese Lämpchen auf... Grün ja, schalten. Auf grün. Ich glaube, diese Folge werde ich nennen. Das Rätsel. Drei. Vier. Nein. Der kann maximal... Interessant. Hier nach, wenn du jetzt noch einmal drückst, dann hätte er vier an. Fünf. Hahaha, bin ich gut. Da kommt was. Hast du gut gemacht. Bin ich gut. Ich liebe Rätsel. Meine Haut. Ich verschwinde. Wo ist mein Säuregewehr? Alter, der hält aber viel aus. Oh ja. Am Ende habe ich Level Up aber trotzdem gehabt. Oh. Du hast denn die Riffel genommen. Weil die scheiße war. 51 Schaden, das war's. Damit hat sie schon aufgehört. So blau macht nur Schaden. Alter, die hat nur Schaden. What the fuck? Kein Scheiß, willst du mal sehen? Ja. Wieso? Ich hab gedacht, die hat wenigstens Elektro oder so. Nichts. Ja. Boah, bis in die Ecke geworfen und noch viel weiter, weißt du? Toll. Die hat echt nur Schaden. Schmeiß mal nochmal raus, dann. Achso, die liegt da lassen. Einfach noch. Außer dass sie cool aussieht, bringt die gar nichts. Ist ja scheiße gewesen. Dann könnten wir mal da wieder hier raus. Ich habe übrigens Level Up. Und jetzt können wir mal gucken, was ich mir für eine coole. Ach, ich kann das Menü ja von hier aus nicht öffnen. Was ich mir für eine coole Fähigkeit jetzt geben kann. Aus Prinzip erstmal daneben geklickt. Schusswaffenschaden 12% höher. Das klingt krass. Nichts. Jeder zusätzlich getroffene Ziel erleidet 100% Schaden, lol. Kritische Trefferzone der Feinde wird angezeigt.
Lustig. Projektilgeschwindigkeit erhöht. Kritischer Trefferschaden 3%. Schusswaffenschaden nochmal um 2%. Ich könnte... What the fuck? Das ist durchschlagend. Lässt deine Schüsse die Feinde glatt durchschlagen, wenn ein Schuss einen Feind trifft, nachdem er vorher einen anderen Feind durchschlagen hat. Verursacht er erheblichen Bonusschaden. LOL. Ich kann jetzt durchschlagen, ich kann durch den Gegner durchballern. Nett. In dieser Welt hier habe ich Schwächen entdeckt. LOL. Wenn ich jetzt Täuschung drücke, dann wird so ein fetter Kreis um das Teil drum gemacht, wo ich draufballern muss, um den zu one-hitten. LOL, das war so sinnlos. Können hier übrigens rausgehen. Ey, ist der Typ tot? Nein. Soll ich den oben mal wegballern noch? Hier rausgehen. Ja. Mach, wie lustig bist. Immer aufgefallen, dass das Wasser hier echt extrem langsam runterfällt. Du meinst grafisch schlecht? Nee. Einfach so, dass das Wasser verdammt langsam runterfällt. Oh cool, ich bin Level up. Ich hab's gesehen, bei mir stand Ding auf deinem Bildschirm. Auf meinem Bildschirm stand Ding. Auf meinem Bildschirm stand bei dir oben in der Ecke Ding. Meine Fähigkeit ist jetzt, dass meine Kugeln Gegner durchschlagen können. Meine Fähigkeit ist jetzt, dass meine, dass mein Türmchen jetzt Raketen abschießt. Jeder zusätzliche getroffene Gegner leidet 100% Schaden, ne? Jeder zusätzliche getroffene Gegner leidet 100% Schaden. Alter, wenn drei Gegner hintereinander stehen, dann zieht das Schaden. Alter, dein Turm rastet ja mal voll aus. Sag ich ja. Was war das denn? Verdammt. Du kommst wieder auf die Beine. Brauchst du nicht. Mein Sniper ist ziemlich stark. Bla 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 bla. Ich lasse doch nicht meine Ausrüstung fallen, so sehe ich auch aus. What the fuck? Wie konnte der das denn locker wegstecken? Alter, voll uncool, die beiden Typen hier. Ach scheiße, der hätte ich jetzt so locker. Was ist? Was ist das denn? Ach, nehme ich einfach mal mit. Das haben wir beide zusammen ziemlich gut gelöst gerade. Ja. Du denkst wohl, du kriegst mich down? Nix da. Scheiße, warum hast du den getötet? Da, der Psycho. Ja, ich kann mich nur nicht so schnell drehen. Leute, Hauptsache mir werden die Waffen angezeigt, die da auf dem Boden liegen, schon, wenn ich die nicht mal nicht sehen kann. Ach Quatsch. Das wahre Dreckstück bist du. War wieder so ein schlechtes Maschinengewehr. Yep. Hier liegt ein Sniper. Das kann man bestimmt wieder gut verhökern. Müll? Noch mehr Müll. Alter, meine Waffe leuchtet so richtig extrem. Also ich muss sagen, mein Türmchen gefällt mir jetzt. Ja, der macht relativ viel Schaden. Ich kann meine Fähigkeit, ich finde meine Fähigkeit voll sinnlos. Wieder schnappt die Falle zu. Dein Tod steht bevor. Der irgendwie nur bum 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 bum. Ja, danke, das war optimal. Der war so abgelenkt, dass ich den locker umbringen konnte von hinten. Ich habe mich gerade einfach hinter den gestellt und fertig. Hat die Mama Kaka gemacht? What the fuck? Der war Nein. irgendwie widerlich. Ey, das erinnert mich nur an die eine Park-Folge. Mhm. Iridium vergessen. Das lag hinter dir. Oh. Ich hab halt hinter mir keine Augen. Wo die Butter selber
also wo die anderen Jungs ein Buch geschrieben haben und dass der Butter in die Schuhe schieben wollen. Boah, ey, wie sich das krank anhört, wenn man so auf Deutsch spricht. Irgendwie schon, ja. Wie kein Teletext verfügbar? Deine Mutter hat keinen Teletext verfügbar. Ja, ihr hört. Ja, ihr hört. Hübsch. Die ist gut. Meine Forschungen laufen wie geschmiert. Trotz meiner Lol, die sieht auch lustig aus. Verbraucht 2 Mundipuschuss. Das ist ja doppelt lustig mit der. Die Elektrowaffe benutze ich momentan eh nicht. Zeig mal die Schroti her. Da die macht 8. Die hat 8. Alter, da 11, ist ne? Blut vorne dran. Ich weiß. Cool, oder? Willst du die benutzen? Die hat ziemlich viel Schaden. Also ich benutze die. Die hat 68 mal 11. Ja, ich sag ja, ich benutze sie. Ich will keine Mission, ich will dich high-fiven, du Spaß. Nee, du machst einmal Hi, hier ist Iridium. Sammel auf, voll geil. Hab ich. Belastet dich dein vieles Geld? Oh ja. Nichts anderes, den ganzen Tag belastet mich mein Geld. Ja, Markus, ne? Ja, der Markus, der muss irgendwie an unser Geld kommen. Ja. Will ich mein blaues Elektromaschinengewehr echt verkaufen? Mein blaues Elektro-Scharfschützengewehr? Das habe ich jetzt die ganze Zeit immer mit mir rumgetragen, während wir gezockt haben. Klassenmod, Nahkampfschaden. Nö. Klassenmod, Teamgenauigkeit. Nö. Ich bin kein Teamspieler, kein... Auch kein Schwein, sowas. Ach, ist das so? Gut, dann mache ich meine Klassenmod raus. Was hast du denn für eine Klassenmod drin? So eine weiße. Nein. Ladegeschwindigkeit. Jetzt habe ich was drin, was geil für mich ist. Hast du was drin gehabt, was geil für uns war, oder was? Ja, Teamladegeschwindigkeit besser und Teamladeverzögerung. Naja, verringert. Ist nicht so schön. Ich habe halt Sniper Rifle Schaden 16% und kritischer Schaden auch 19%. Sniper, das finde ich schon sinnvoll für uns beide, weil ja. Wenn ich die One-Hitten kann, kann ich die One-Hitten. Ich habe jetzt mehr Assault-Riffle-Schaden und Schlachtgetümmel-Skill plus 2. Jetzt muss ich erstmal Schlachtgetümmel. Weißt du ungefähr, wie lange wir aufgenommen haben? So plus minus vielleicht? 1,5 Stunden, glaube ich. Ja, dann dürfte das erstmal wieder reichen. Ja. Ein bisschen reichen zumindest. Ja. Weil. Leute, aufgepasst, gleich kommt's, keine Angst. Ja, ja, klar, mein Gürn ist gerade im Ladepause im Moment. Lol, hier ist ein Schild mit 705. Wo war ich? Ich wollte mir nicht die Schildenergie reinziehen, sondern... Ich glaub, was... Ach ja, genau. Wir ein bisschen zu viel rein. Ja, diese Woche müssten, sollten eigentlich 4 Folgen rauskommen. Ihr werdet also in der Woche 2 kriegen. Und am Wochenende darauf dann auch wieder 2 Folgen. Ich hoffe, das freut euch. Ja. Hauptsache, wenn ich auf den einen Skilltree gehe, dann krieg ich einen kleinen Nuklearschlag, wenn ich das mache. Okay. Dann... Alter, willst du meine alte Korrosionswaffe haben? Ich habe gerade hier einfach eine neue gefunden. Meine Pistole meine ich damit. Willst du die haben? Ich habe jetzt eine, die genau alles um 1 höher hat. Was echt lustig ist, die lag hier nämlich einfach rum. Magazingröße ein bisschen kleiner, verbraucht 2 Muni per Schuss, verursacht extra Elementarschaden. Boah, ey, Alter. Willst du die haben? Deine alte? Nein, meine neue. Eine neue? Ich dachte, deine alte. Ja, das ist die. Die verschießt halt 2 Kugeln pro Schuss und du hast nur 6. Meine alte hat 28, das rendiert sich dann nicht. Das ist. Die hat zwar 20 mehr Schaden, aber meine andere schießt 30 Kugeln, die hier nur 6. Ist das eine Pistole oder was ist das für eine Waffenart? Das ist eine Pistole. Ich spiele nicht mit Pistole. Aber die hat extrem hohen Waffenschaden. Ja, ich spiele mit Pistole und mit Sniper eigentlich. Ja, immer. Ist ja auch okay. Für einen Sniper ist das normal. Hast du schon Aftermath gespielt? Ja, hab ich. Es könnte sein, dass bald wieder Battlefield-Folgen von uns kommen. Wenn ich spiele es immer. Ja, du nimmst halt nur nicht auf dabei. Ja, alleine nehme ich nicht auf.
Es bringt außerdem nichts. Ja. Also, ich brauche da eigentlich ein paar Leute. Du spielst das immer? Also, ich spiel's öfters mal. Ja, ich mag Battlefield, aber ihr seht mich wenig Shooter spielen. Ja, ich weiß, Far Cry ist ein Shooter, aber einer der besseren Sorte. Das zählt also nicht. Der hat eine schöne Geschichte. Die Geschichte ist geil. So, jetzt habe ich 12 Kugeln mehr dabei beim Sniper. Scrappy! 84 Kugeln dabei, optimal. So muss das. Ja, stimmt. Ich könnte auch noch mal was für meine Iridium kaufen hier, ne? Ich habe gerade für 14 das dritte Mal Waffen. Magazin. Also mehr Magazine. Ja, ja, ich weiß schon. You know what I mean? Yeah. Bang, bang. Ja, ich habe bang gesagt. Oh nein, ich hasse Beavis und Butthead, ne? Huch, ich habe eine Anpassung für meinen Skin. Schnellwechselsystem frei, wenn er aus deinem Inventar rauswendet wird. Wo ist? Grünäugiges Monster. Ihr habt gerade vielleicht mein Handy vibrieren gehört. Ich will aber mir erstmal angucken, was das grünäugige Monster ist. Ich hab nix vibrieren gehört. Grünäugig. Schild. Nehmen wir einfach. Habe ich jetzt neu. Fertig aus. Ist zwar nicht so viel anders wie die wir mal vorher drin hatten, aber neu ist neu. Wir testen auch mal die neue Kohäsionspistole. Die hat zwar ein bisschen wenig Munition im Magazin drin, aber wie sage ich immer so schön, neu ist neu. Ich alt. Deine Mutter fühlt sich großartig. Mein Gott. Ich hab's echt. Was mit deine Mutter witzen? Ah, liegt an der Uni. Kommt von da. Ja, wo man eigentlich so denkt, ja, die eigentlich nur... Eigentlich so erweitert deinen Horizont, macht dich intelligenter. Hier haben wir das Gegenbeispiel. So, ich habe meine Schildkapazität auf über 500 erhöht. Ich würde sagen, das reicht erstmal für heute. Jo. Wir haben 2 Level gemacht. Ich glaube, das haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Also so schnell gelevelt haben wir echt schon lange nicht mehr. What? Du hast eine Mütze auf. Ja. Jetzt erst, ich habe ein bisschen an meinem Kopf was geändert. Ja, ich seh's. Ich glaube, ich mache mich mal wieder wie oldschool-mäßig. Ich hatte noch. Ist ihm aufgefallen, dass ich noch nie den Standard-Skin drin hatte? Doch, ganz am Anfang. Nicht mal da hatte ich den drin. Doch, da konntest du nämlich nur den ändern. Doch, konnte ich. Nein, ganz am Anfang. Ich meine den Standard-Skin, den Original-Skin. Achso. Das ist der Standard-Skin. Die anderen waren die vorgegebenen, die man noch wählen konnte. Stimmt. Man könnte auch sagen, Normal- und Standardbedingungen. Wenn man das in der Chemie ausdrücken will. Naja, Wurst. Ich sag mal, wir verabschieden uns damit für heute. Ich hoffe, ihr freut euch. Ich will auf dich stehen. Ja. 4 Folgen in der Woche, das heißt, wir müssen nochmal die Woche aufnehmen, ne? Echt? Ja, ich hab, wenn wir ein... Ja, außer wir haben 1:30, dann haben wir 4 Folgen für die Woche, dann dürfte das auch gehen. Dann dürfte das auch gehen. Gucken wir gleich einfach mal. Na egal, Leute. Wir wünschen euch viel Spaß mit den neuen Borderlands-Folgen und es wird hoffentlich bald auch wieder mehr kommen, generell. Ja. Und damit verabschieden wir uns von euch. Ciao. Heidi Howitzka, ciao. Heidi Howitzka. Auf jeden Fall.